Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir machen heute direkt weiter mit dem nächsten Cup. Und ja, wie im letzten Part schon gesagt, so langsam fängt man erst an, den Betrug zu merken. Es wird so alt hier und da. Und das merkt man richtig, richtig heftig. So, wir sind heute mal Pietz. Da haben wir es weg, da haben wir es hinter uns. Ich habe gesagt, ich will so viele fahren, wie es geht. Und heute machen wir das rosa Ding, dann haben wir es weg. So. Ich nehme mal das hier und ja, wir hatten ja schon den Pilz-Cup, den Panzer-Cup und den Blumen-Cup. Heute machen wir den Bananen-Cup mit N460 zur B-Land. Das kennen wir ja tatsächlich, glaube ich, noch. Sega Strand, Piazzale di Fino und Waluigi Arena. Ich bin gespannt. Let's go to it. So, bin ich aber gespannt, ob der Betrug heute so richtig hart kommt. Ich kann es mir gut vorstellen, weil der schon im letzten Part leicht da war. Und wer weiß, vielleicht ist dann in dem Part dann richtig hart da. Na, ja, ging auch. Hauptsache erstmal in Wii-Fernbedienung reagiert einfach nicht auf die Scheiße hier. Digga. Ich habe halt gelenkt, aber die Fernbedienung hat null reagiert gerade. Das ist so toller Start in ein paar. Vielleicht ist das was und der angekündigte Betrug. Oh Gott, wie behindert ist denn dieses heiße Drecke hier? Hier ist alles so scheiße rutzig drauf. Digga, das ist ja schlimm. Ja, bis jetzt bin ich ja noch weitestgehend verschont geblieben von großen Betrügen, aber das kann durchaus sehr leicht noch kommen. Also, alles klar, easy gone, alle drei Panzer, alle versenkt. Das ist ja übelst nice hier. Digga, übelst nice. So, da fahren wir es nicht selbst rein, das ist ein bisschen dumm. Nee, also ich muss ehrlich sagen, diese Strecke hier finde ich jetzt nicht so krass. Also da gibt es schönere, krassere und schöner animierte. Also ich weiß nicht, aber ich finde das hier mit den Bergen und allem nicht so schön gemacht, ehrlich gesagt hier. Da gibt es auch der Wieso. Lull. Da gibt es auf der Visionare. Ja, dass man immer so gegen knallt und dann so wegspringt, das ist auch nicht toll. Also, nicht so meins. So. Und dieses Item hier ist richtig behindert. Sorry, dass ich jetzt so sage, aber es ist so. So, hier haben wir jetzt Tintenkleckse. Eieieiei. Und hier Cover. Oh, ne, lol, ich knall da nicht mal. Übrigens, die ganzen Pinguine nerven hier auch übelst. Mann, wie ich immer gegenknall. Den hätte ich nach hinten Lust. Ja, natürlich, das bekomme ich jetzt genau den. Aber bis jetzt, wie gesagt, noch nicht so krass bedruckt. Ja, ich habe mal gesagt, ich muss Themen anspressen. Und heute möchte ich ein bisschen also über Nintendo Direct reden. Viele meinen ja, dass eine kommt, jetzt diese Woche Donnerstag. Wenn, glaube ich, dass die für eure Zeitpunkt, wie ihr das seht, ist es morgen am Mittwoch eine ankündigen. Also sprich, dass die am 9.1. eine Ankündigung für den 10.1. Aber ich weiß es nicht. Also ist unsicher, ob das wirklich tun. Also wenn, perfekter Tag. Aber ich bin unentschlossen. Also ich glaube. Also ich glaube auf der einen Seite schon, dass es ist durchaus möglich, dass die eine Direct an diesem Tag haben. Also es macht viel Sinn. Aber es kann halt eben auch sein, dass keine kommt. Und wie vor jeder Direct sind die Fans irgendwie alle total unhappy, weil die denken, ach fuck. Weil die denken, es kommt eine Direct und dann, ich bin doch da meilenweit dran vorbeigefahren. Und dann, ja ist klar hier, was wird denn das? Diese behinderten Pinguine. Also die Fans, die halt alle denken, joa, es kommt der Direct. Es kommt dann keiner. Da hat sie alle total enttäuscht, weil nichts angekündigt wurde. Und die wo auch immer her interpretiert haben, dass da eine Direct kommt.
Also. Aber es gibt immer so die Hate raus, egal was passiert. Das ist immer so einfach. Und dann gibt es halt auch noch die der Savidons hier. Danke. Da gibt es auch noch die ganz tollen Accounts, die irgendwie hier, die auf Twitter dann so Fake Directs bringen, auch immer sehr schön. So, weiter geht's mit der nächsten Runde. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die schneller laden wie auf der Wii U. Kann das sein? Bei Mario Kart 8 Deluxe kommt der Apple noch dieser Ladescreen da nach jedem Rennen und der kommt hier einfach eiskalt nicht. Das ist heftig. Ja, gut. Natürlich kann man jetzt argumentieren damit, dass das schneller geht. Dass das schneller geht, daran liegt, dass die Strecken ja viel komplizierter waren auf der, viel komplizierter sind auf der Switch oder Wii U, aber trotzdem. So, die Strecke ist neu, die kennt es noch gar nicht. Also, kein blassen Aua, nicht mich treffen. Sit. Kein blassen Zimmer, was mich hier jetzt erwartet. Also, ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich glaube, nichts Tolles. Und die erste Bombe hier in diesem schönen Rennen. Also, bis jetzt tatsächlich bin ich. Ah, es kommt hier, jetzt wird es heftig hier. Also, vielleicht kommt der Betrug jetzt tatsächlich mal endgültig. Weil ich will immer leben. Bis jetzt bin ich weitestgehend immer verschont geblieben in den ersten drei Parten von dem Betrug, aber das. Was noch nicht wahr wird, kommen. Merkt euch das. Die Strecke ist cool, die macht einen, die mag es gerne. Die bringt einen so richtiges Sommerfeeling, weil bei uns ist gerade Winter, Schnee, kalt, nass, alles voll mit Schnee. In Teilen von unserem Landkreis, das ist auch so unfair, ne? Bei uns im Landkreis entfallen zum Teil, also in Nachbarlandkreisen, entfallen zum Teil heute die Schulen. Oder generell die ganze Woche die Schulen wegen dem Schnee. Wir sind einer der einzigsten Landkreise in der Nähe, wo einfach ganz normal. Die zweite erste Bombe ist normal! Also jetzt glaube ich, ist 100 den Betrug so langsam. Wir sind einfach einer der einzigsten Landkreise, die ganz regulär Unterricht haben. So in Bayern gefühlt. Weil andere Teile von München überall hier irgendwie. Schule fällt aus wegen zu viel Schnee. Nur wir nicht. Das ist mal wieder so hart klar. Junge! Also ab der Beste reicht, ich kann da gar nichts dagegen tun. Oh, siebter, ich glaube, hier hakt jetzt erst. Also der Betrug, ich glaube, der kommt jetzt erst hier. Auf jeden Fall, das hat restriktive Arse. Naja. Wisst ihr auch sein, wie kam es drauf? Ja, richtig, ich kam da drauf, weil dieses State mich richtig an Sommer erinnert. Und dass unser Schneechaos. Ja, quasi, mal ein bisschen verstimmt. So, ich will Erster werden hier. Natürlich trifft er mich hier mit dieser Scheiße. Hier hackt's doch, glaube ich, erst. Ich will Erster werden. Als andere ist in diesem Cup nicht ertragbar. Shit, hier ist. Ich glaube, ich will. Ja, moin. Dieser scheiß Blitz hier. Wegen dem wäre es weiter, Alter. Das ist doch Betrug. Jetzt muss ich erst aufpassen, was ich hier mache. Das ist cool hier. Der ist, glaube ich, cool. Das ist so Mario Sunshine-mäßig, die Strecke, die Marke ist. Ich weiß gar nicht, ob sie auf dem 3DS gab, aber irgendwo kenne ich die. Vielleicht gab es sie auf dem 3DS oder auf dem DS. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo kenne ich die noch tatsächlich. Die wäre so, oder ist eine von meinen Favorite-Strecken auf dem 3DS. Einfach weil ich Super Mario Sunshine sehr gern mag. Das ist eins meiner liebsten Mario-Spiele. Ich persönlich mag lieber auch Super Mario 64. Ist aber reine Geschmackssache, was einem da jetzt irgendwie mehr taugt oder eben nicht mehr taugt. So, Jossi hat eine Abkürzung gefunden, net to know. Merke ich jetzt einfach mal fürs nächste Mal und lol, jetzt einfach volle Kanne meine Banane gefahren, das dumme Kind. Joa, why not, ne, läuft bei dem. So. Also die Leute fahren relativ oft in meine Items rein.
Also ich muss erst sagen, bis jetzt ist der Betrug noch gar nicht so heftig da. Sorry, aber ist so. Vielleicht ist es wirklich nur ein 50er Hubraum. Es wird vielleicht ausfinden, dass ich wirklich mal so 150er ausprobieren, weil ich habe mich da noch gar nicht dran getraut. Vielleicht ist der Betrug da deutlich heftiger, aber hier im 50er Hubraum geht's eigentlich noch an Betrug. Das ist, was ich jetzt aus Erfahrung sagen kann. Aber es muss ja nichts heißen, ne? So. Fahren wir jetzt mal hier links lang. Ich glaube, das geht irgendwie schneller oder ist eine Abkürzung. Ja, moin, das ist einfach erstens heißt Abkürzung. Ach, da. Hä? Digga, was ist das? Macht das null Sinn hier? Ich dachte, es wäre nochmal eine Abkürzung, aber nichts gibt's hier. Wobei, ich glaube, das kann man nutzen, wenn man irgendwie Beschleunigungspilze hat. Hat es bei mir noch nie nicht gehabt, glaube ich. Aber wenn man die hat, kann man das Item nutzen. Dann kann man die Abkürzung nutzen, meine ich. Also, dieser Powerblock ist halt eins der behindertsten Items, die es gibt. Lol, wieder an derselben Stelle platziert. Aber diesmal ist es nicht so dumm und fährt rein. Aber Mario war es, glaube ich, der reingefahren ist. Ich sag's ja, irgendwen trifft's immer. Irgendein schwarzes Schaf. So, letzte Runde in dem Rennen tatsächlich hier. Lel. Weil ich glaube doch, nee, eine Strecke kommt da noch, pardon. Aber richtig freuen tue ich es ein bisschen auf die Regenbogenstrecken in dem Spiel. Also die sind, die werden, ah! Und die kommen bald, habe ich so das Gefühl. Die kommen bald. Ah, es heißt Banane hier. Die kommen viel zu bald. So, komm, machen wir mal was richtig hier. So, komm, das packen wir jetzt. Das erste, ja, lol, das ist immer noch ein Item, das ist doch keiner reingefahren. Hätte man selbst reinfahren können, aber so dumm, ganz ehrlich, wer so dumm ist, den soll ich mal helfen. So, den lassen wir nach hinten los. Vielleicht trifft das da einen oder den anderen Freund hier. Wir fahren das Ziel. Yay. Legendär. Wie der erste geworden. Das ist doch sehr toll. Ich hoffe, dass sonst wieder ein Capsule-Cut, wer ist wieder so laut, doch so leise. Das bei der VR-Test da nicht so aus wäre, weil ich kann, ich höre das selbst nicht. Und meistens, also laut, was heißt, ist jetzt so leise. Ich spüre so eine Aura. Der Capsule-Cut-Ton ist diesmal einfach so leise. So, letztes Rennen. Oh Gott, die ist, glaube ich, eine meiner Hassstrecken. Neben den Regenbogen-Boulevards und den Castles. Die sieht einfach vom Außen her so richtig ätzend aus. Ja. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet, sagen wir es so, aber ich glaube, nichts Tolles. Ja moin, als ob der Ding Mario abholt hier. Ach, ist die Kamera so ähnlich, glaube ich, schon von... Nee. Nee, die auf der View ist, glaube ich, komplett anders als die, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht so ähnlich vom Design her, aber dann doch anders. Halt, die trifft hier automatisch, habe ich es eingestellt. Ja, toll, das trifft bis jetzt die Drecks... Alter, diese Art hier von Geschwindigkeit aufnehmen, ich komme auf die nicht klar. Vor allem bei so einer Scheiße hier. Ich war für die 3DS, wo ich so ein Panzer übelst mit Skill abgeschaltet habe. Übrigens, heute Abend, falls ihr es am Upload seht, am 8.1. kommt ihr um 21 Uhr Mario Kart 7 Livestream. Lel. Oder gerne mal rein. Heute ist so Mario Kart Tag. Wir sind überhaupt Mario lastig. Wir haben deshalb eigentlich fast nur Mario Projekte am Laufen. Das ist krass. Mal Super Mario Land endet ja übermorgen. Genauso wie Super Mario Land. Aber dann kommt Mario Kart, nicht Mario Kart, sondern Super Mario Bros. U startet ja bald. Und was ist denn das hier? Ich bekomme eine Krutze, Kotze jetzt gleich. Aber hallo. Eieieiei. So. Alter, diese Laute, die Pete's Fundes gibt, die sind letzter interessant.
Ach, hier ist ja gar nichts. Ah, toll! Nee, also die ist tragisch, fand ich persönlich nicht so toll. Also, keine Ahnung. Die ist öde. Also, die haben manche toll, aber manche wie die, die sind einfach richtig unnötig und öde. So, keine Ahnung. Aber hier haben wir noch eine Runde, da haben wir das auch hinter uns hier. Zum Glück. So, Grüße gehen raus nachher. Ah, lol, einfach Josse getroffen, ja moin. Gut, dass hier nicht ins Feuer fliegt, ja, das wäre ja ungünstig, nicht hier in den Matz fahren. Das ist nämlich auch richtig so ungünstig. Hier fliegen wir auch einmal am allen vorbei. Ja, kennt man wenigstens die fast in freie Boxen leicht, weil die umgedreht sind. Im neuen Teil erkennt. Alles klar! Was ist denn das hier? Dings, Item und dann direkter Blitz. Weil das ist halt für höchste Kräfte. Fällt Blitzgras auf, aber wenn man hier am Rand rumfährt, dann ist das alles irgendwie nur halber zu heftig. Lel. Nein! Junge, was ist das hier? Junge! Junge! Ja, übertreib! Zwei Pass auf ein. Verpiss dich doch, du Scheiß-Drecks-Blume! Ach komm, als ob ich dir Scheiß jetzt die Fünfter werde! Okay, Betrug ist so hart angekommen. Er ist so hart angekommen! Oh, Behinderung! Fahr doch da raus, Pietz! Du Scheiße hier! Ich verbau mir gerade alles! Ah! Ah! Nein! Wie schaffe ich es? Wie bin ich hier Fünfter geworden? Lull. Ich bin einfach trotz Jasmin mit derselben Punktzahl noch Erster. Und erst weiter. Hat überhaupt keinen Sinn. Aber Junge, was war das hier zum Schluss für ein ätzender Betrug? Also der Betrug ist jetzt so hart da. Ah. Nee, das ist ja belastend. Aber ich bin das Glück der Erster geworden. Wäre Sechster geworden jetzt in dem Rennen hier, dann wäre es letztes nicht Erster geworden im Endergebnis. Und das wäre die Sense heute gewesen, ne? So, aber jetzt haben wir die Peach jetzt auch mit der Gefahren hier ein Grand Prix und gut ist. Aber es hinter mir. So. Kapieren ist, weshalb ich auch nicht weiter ist mit derselben Punktzahl. Vielleicht, weil ich in den anderen Rennen im Verhältnis besser war. Keine Ahnung. Ich kann es mir erklären. Rang E, das ist nicht so toll, aber jetzt hier die. Naja, was soll's. So, das war's mit dem Part von Mario Kart Wii. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann und ciao!